Erkenntnisse zu machen, ist einfach. Sie umzusetzen, immer schwierig, weil es gibt immer irgendwelche äußerlichen Umstände, die daran schuld sind, dass wir das jetzt gerade nicht umsetzen können, was wir wirklich wollen. Oder unser Ego, unsere Selbstsabotage steht uns im Weg. Wie kannst du dich davon befreien? Schuld und Verantwortung. Darum soll es jetzt mal so ein bisschen gehen, weil das sind zwar ganz entscheidende Faktoren in der Bewusstseinsentwicklung und Sachen, die uns immer wieder zurückhalten. Schuld ist ganz einfach. Schuld ist etwas, was gegen unsere Werte verspricht. Also zum Beispiel ein Verhalten, was gegen unsere Werte verspricht. Also jemand anders hat etwas gemacht, was nicht zu uns passt. Oder wir haben vielleicht ein Verhalten an den Tag gelegt, was eigentlich gar nicht zu der Person passt, die wir wirklich sind. Das heißt, wir haben diese äußere und diese innere Schuld. Dann haben wir Verantwortung. Verantwortung. Du siehst schon, es geht irgendwie um eine Art Antwort. Es geht darum, dass du die Wahl hast, wie du dich entscheidest. Es geht darum, dass du die Wahl hast, was mit deinem Leben passiert. Weil bei Schuld ist es ja nicht so einfach. Das zieht uns einfach irgendwo hin. Aber Verantwortung ist da quasi das Gegenteil. Doch warum haben wir diese Schuld eigentlich immer? Wo kommt diese Schuld her? Was möchte unser Ego damit erreichen? Mit dem Zeigefinger zu zeigen, das ist immer recht einfach. Wenn zum Beispiel unser Partner oder unsere Partnerin fremdgegangen ist, dann ist diese Person natürlich schuld daran, dass die Beziehung jetzt auseinandergebrochen ist. Oder unsere Mutter war früher Alkoholikerin und unsere Kindheit war ganz schwierig. Ja, dann ist meine Mutter natürlich schuld daran, wie es mir jetzt heute geht. Oder die Regierung, die ist dran schuld. Was hier gerade passiert, die Regierung, die ist schuld. Na, wer soll es denn sonst sein? Ja, dieses Zeigen ist immer recht einfach. Und wichtig dabei ist, dass es immer eine Art Wegzeigen ist. Denn wenn ich mit dem Zeigefinger zeige, dann geht es in diese Richtung, weg von mir. Das heißt, es ist quasi eine Ablenkung von mir selbst. Das macht unser Verstand natürlich recht clever. Er möchte sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Und das lässt uns gut fühlen. Dieses nach außen zeigen, das lässt uns gut fühlen, weil wir haben jetzt plötzlich die Macht zu entscheiden, was gut ist und was schlecht. Das ist ein cleverer Mechanismus unseres Egos, um sich wichtiger zu fühlen, um sich größer zu fühlen, als das wir eigentlich sind. Wir alle geben Menschen unterbewusst die Schuld für irgendetwas. Ich mache das auf jeden Fall auch. Es passiert halt oft sehr unterbewusst. Die Frage ist nur, können wir das Unterbewusste auch immer mehr bewusst machen? Und da gibt es drei wichtige Faktoren, die du dir merken kannst, die du mal an dir reflektieren kannst, um zu schauen, machst du das auch? Gibst du anderen Menschen die Schuld? Und ich bin mir sicher, du tust es. Aber der erste Faktor ist auf jeden Fall, dass du denkst, die Situation, welche auch immer es ist, ja, die ist jetzt einfach schlecht und die wird auch nicht besser. Egal auf welcher Skala, ob es jetzt auf gesellschaftlicher Skala ist oder auf deiner privaten Skala. Der zweite Faktor ist, dass du denkst, dass die Situation immer einen Schuldigen braucht. Irgendjemand muss ja schuld sein. Das heißt, irgendwelche Umstände sind schuld, irgendwelche Menschen sind schuld. Das ist der zweite Faktor, den wir an uns da öfters wahrscheinlich erkennen können. Und der dritte ist, dass du oft das Gefühl hast, dass die Situation aussichtslos ist. Du brauchst da jetzt eh nichts mehr machen. Da ist Hopfen und Malz verloren. Wie sich das Ganze natürlich auswirkt, wenn wir da drin stecken, wenn wir in einer Schuld stecken, ist, dass wir einfach Verantwortung vermeiden, dass wir tief in der Selbstsabotage stecken, dass wir uns kraftlos fühlen, dass wir vielleicht gar nicht nach Lösungen suchen und dass gewisse Selbstsicherheit fehlt. Und auch Gefühle wie Wut und Missgunst, die kommen auch öfters in uns vor, wenn wir die Schuld vermeiden. Wenn du irgendwie merkst, dass du diese Gefühle bei dir hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du auch in irgendeiner Art von Schuldzuweisung steckst, egal ob nach außen oder nach innen. Das Problem daran ist natürlich, das ist der ultimative Änderungskiller. Wie willst du Entscheidungen treffen, wenn du keine Wahl hast? Und die Wahl, haben wir vorher gelernt, kommt aus der Verantwortung. Das heißt, in der Schuld kannst du keine Entscheidungen treffen. Du kannst dich nicht ändern. Das heißt, du musst diese Schuld zu Verantwortung machen, um die Wahl zu haben, um etwas zu ändern. Übernimm Verantwortung. Wir hatten ja vorhin über diese innere und äußere Schuld gesprochen. Die Sache ist, auch die äußere Schuld kommt ja immer von innen. Die kommt vom Menschen selbst. Wir geben die Schuld nach außen. Das heißt, der Ursprung der Schuld ist immer bei uns. Und jetzt frag dich mal, was kannst du kontrollieren? Kannst du das kontrollieren, was außen passiert oder das, was innen passiert? Du kannst es tendenziell auf jeden Fall mehr kontrollieren, was drinnen passiert. Das heißt, fokussiere dich auf innen. Fokussiere dich darauf, dass du nicht mehr Schuld gibst. Übernimm Verantwortung statt Schuld. Und da gibt es ganz viele verschiedene Situationen, in denen du das machen kannst. Wenn du zum Beispiel in einem Job steckst und der macht dir eigentlich gar keinen Spaß mehr,
und du sagst, ja, mein Chef ist scheiße und das ist schuld, und deswegen kann ich jetzt auch gerade nicht kündigen, weil ich muss ja hier noch zahlen und so weiter, dann ist es halt trotzdem deine Entscheidung. Du entscheidest dich, jeden Tag erneut dort zu bleiben. Das heißt, es ist immer noch deine Verantwortung, das zu ändern. Du könntest auch einfach kündigen. Oder du steckst in einer Beziehung und sagst, ja, eigentlich bin ich gar nicht mehr so glücklich. Eigentlich liebe ich meinen Partner gar nicht mehr so arg. Aber du entscheidest dich jeden Tag erneut für diese Beziehung. Oder du sagst, ja, meine Partnerin, die misshandelt mich. Du entscheidest dich aber trotzdem jeden Tag noch dort zu bleiben. Das ist alles in deiner Verantwortung. Oder du lebst in einem Land, das vielleicht ein bisschen ärmer ist. Und sagst, ja, ich habe ja hier nicht die gleichen Voraussetzungen wie all die anderen in den reichen Ländern. Ja, aber du entscheidest dich trotzdem jeden Tag erneut dafür, in diesem Land zu bleiben. Du könntest auch auswandern. Ja, aber hier sind ja meine Freunde. Ja, also siehst du, das ist ja deine Entscheidung. Du kannst auch Verantwortung übernehmen und es einfach machen. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, dass du dich verpflichten kannst, immer die Verantwortung zu übernehmen, immer die Wahl zu haben. Indem du dir jedes Mal diese Wahl schaffst, also mit Verantwortung, gibt es auch keine Schuld mehr, weil du weißt ja immer, ich kann auch bei jeder Schuld die Wahl treffen, wie ich damit umgehe, wie ich die Situation sehe. Ich habe die Wahl und genau darum geht es bei Verantwortung. Es geht darum, dass du diese Wahl in dir erkennst, dass du dich eigentlich immer wieder erneut entscheiden kannst, wie du die Welt wahrnimmst, wie du sie interpretierst, weil die Welt ist ein großes zu interpretierendes Etwas. Es gibt keine faktische Wahrheit. Das heißt, du kannst immer interpretieren, wie du das, was außen passiert, aufnehmen kannst. Das kannst immer noch du entscheiden. Und das schaffst du mit Verantwortung. Erinnere dich dann einfach mal daran, was du das nächste Mal machen kannst, wenn du diese Schuld spürst. Oder erinnere dich vielleicht sogar zurück. Erinnere dich zurück, als du das letzte Mal wirklich Verantwortung übernommen hast und das ein positives Ergebnis hatte. Und wie du siehst, Verantwortung sage ich immer etwas Gutes. Diese Blockaden, die uns zurückhalten, die bestehen ganz oft aus unterbewusster Schuldzuweisung auf Umstände oder auf Menschen. Die Antwort darauf ist die Verantwortung. Verantwortung übernehmen statt Schuldzuweisung. Denn dieses Schuldzuweisen, das bringt uns nirgends hin. Dieses Wegzeigen von uns. Damit tun wir eigentlich niemandem einen Gefallen, außer unserem Ego, das sich einfach gut fühlen möchte. Und das kannst du jetzt umsetzen. Deine Antwort ab jetzt: die Verantwortung. Und ich weiß, es ist manchmal echt schwierig zu sehen überhaupt, wo gebe ich denn noch Schuld, weil das auch etwas Unterbewusstes. Da wirklich selbst tief in sich reinzuschauen und zu erkennen, wo sind denn eigentlich meine Blockaden? Ich muss ja erstmal finden, bevor ich sie beseitigen kann. Und genau bei diesem Prozess unterstütze ich dich beim Unlock Yourself. Wenn du das mit uns gemeinsam machen möchtest, dann bewirb dich jetzt bei unlockyourself.de. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da geht es genau darum, dass du über einen gewissen Zeitraum deine ganzen inneren Blockaden findest und sich von ihnen einfach befreien kannst. Wenn dich das interessiert, schau auf jeden Fall bei unlock-yourself.de vorbei. Bin gespannt auf deine Bewerbung. So, das war's mal wieder. Das ist ein weiteres Video hier bei Set und Setting. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema gewesen, dieses Verantwortungsding. Könnte ich auch noch Stunden darüber sprechen, wenn es sein muss. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir jetzt einen Daumen nach oben geben könntest. Für dieses Video würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Und den Kanal natürlich abonnieren, damit du auch keine zukünftigen Videos verpasst. Gut, das war's von mir. Wir sehen uns dann einfach mal wieder im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.